Hallo zusammen. Heute gibt es Teil Nummer 3 meines Bücherregales. Welche Bücher ich euch zeigen werde, das weiß ich jetzt eigentlich noch nicht so genau. Ich glaube, ich entscheide das spontan. Vielleicht machen wir ein bisschen Vampire, ein bisschen Englisch, irgendwie ein bunter Mix. Ich glaube, das klingt ganz gut. Ansonsten werdet ihr es sowieso in der Überschrift sehen, was jetzt als nächstes drankommt. Ich überlege mir mal was. Also dann wünsche ich euch viel Spaß und bis dann! So, machen wir weiter mit Teil 3. Ich habe mich jetzt doch zuerst für die Vampire entschieden. Machen wir das mal zur Seite. Fangen wir an. Das ist auch ein gemischtes Regalbrett, muss ich sagen, aus Büchern, die ich schon gelesen habe und Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, an den blauen Punkten zu erkennen. Ich erwähnte es ja bereits. So. Umständlicher geht's nicht. Als erstes von Justin Cronin, Der Übergang im Goldmann Verlag. Ein ziemlich dicker Klopper. Ich weiß, dass es hier um Vampire geht, ansonsten weiß ich eigentlich nicht viel. Ist der dritte Teil sogar schon draußen? Ich weiß, der zweite heißt Die 12 und der dritte heißt, ich weiß es nicht, wie er heißt. Ja, vielleicht wird es dieses Jahr gelesen. Es liegt schon ein bisschen länger auf meinem Sub. Wir werden es sehen. Dann kommen ein paar Vampirbücher, von denen ich einen Teil gelesen habe, einen Teil nicht. Ich glaube, mit denen fange ich einfach mal an. Fangen wir an mit Janine Frost, Blutrote Küsse aus dem Blanc Valais Verlag. Ich habe die ersten 4 Teile. Wie viele wirklich schon rausgekommen sind, weiß ich eigentlich gar nicht. Vor Jahren habe ich das mal gelesen. Da geht es um Cat und Bones. Bones ist, glaube ich, ein Vampir und Cat ist so eine Halbvampirin, Schrägstrich. Sie muss irgendwie Vampire umbringen. Also mir hat es damals gut gefallen. Ich werde es wahrscheinlich nicht weiter verfolgen. Oder ich weiß es nicht. Mal gucken. Also wie viele Teile sind raus? Vielleicht könnt ihr mir das ja mal sagen. Also das ist Teil Nummer 1. Dann der zweite Teil ist Kuss der Nacht. Ich glaube, die Cover sprechen auch für sich. Dann Der sanfte Hauch der Finsternis und Gefährtin der Dämmerung. Da geht es dann auch noch hinterher um Ghule, Vampire, ich glaube Werwölfe machen dann auch noch mit, also so ein bisschen wahrscheinlich einzuordnen in diese, wie heißt sie, Cressley Cole Sachen mit diesen Gestaltwandlern und so. Ja, sind auch schon gut abgenutzt, die Bücher. Markus Heitz, auch eine Vampirreihe. Ich glaube der erste heißt Judas Töchter, sieht so aus. Dann Judas Sohn und Kinder des Judas habe ich auch schon eine ganze Weile, ein Teil davon mal als Mängelexemplar, ein Teil gebraucht gekauft. Ja, wann ich das irgendwann mal lese, ich weiß es nicht. So, dann geht es weiter mit der Unsterblich-Reihe von Julie Kagawa. Der erste Teil Unsterblich hat mir sehr gut gefallen, Untertitel Tor der Dämmerung. Da geht es um eine, also es ist Vampir mit Dystopie, also bedeutet, wir leben in einer Zeit, in der Vampire das Sagen haben und sich die Menschen als Blutbank etc. halten. Und die Protagonistin, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, Allison. Allison ist aber ganz unten, nicht in der Nahrungskette, sondern gesellschaftlich ganz unten angekommen, hat keine Eltern mehr und lebt in so einem, in so einer Art Slums, würde ich es einfach mal bezeichnen, und wehrt sich dagegen, als Blutbank herzuhalten und ja, trifft dann auf einen Vampir und ja, dann nimmt die Geschichte halt ihren Lauf. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der zweite Teil leider noch ungelesen von Julie Kagawa, Unsterblich, Tor der Nacht. Wann kommt der dritte eigentlich raus? Ich glaube, ich habe den zweiten deshalb noch nicht gelesen, weil der dritte noch nicht abzusehen war, dass er rauskommt. Aber nun gut. Daneben,
Ich hole es jetzt nicht großartig raus. Bis zum Morgengrauen, bis zur Mittagsstunde, bis zum Abendbrot, bis zum Ende der Nacht. Die Twilight-Reihe von Stephenie Meyer. Ich glaube, ich habe schon so oft meine Meinung darüber kundgetan, dass es euch schon aus den Ohren raushängt. Daneben ein sehr interessantes Buch von Anne Rice, Hexenstunde. Noch nicht gelesen, schon ganz oft begonnen und irgendwie nicht reingekommen. Anne Rice ist auch die, die Interview mit einem Vampir, Königin der Verdammten geschrieben hat. Es gibt ja diese Hexenreihe mit Hexenstunde und so weiter und dann halt diese Vampirreihe mit Interview mit einem Vampir, Königin der Verdammten und was da irgendwie noch so zu. Na, zugehört, das ist ein ziemlich dicker Klopper. Ich muss mich da echt mal irgendwie ranwagen, aber mir fehlt irgendwie immer die Motivation. Aber trotzdem möchte ich es lesen, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon aussortiert. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Von J.R. Ward, die Black Dagger-Reihe. Das ist ja das mit den Vampiren, mit dem. Ja, es stehen die Namen nicht hinten drauf. Ach, wie heißen sie noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle sind die Black Dagger eine Bruderschaft. Und ja, das ist der erste Teil. Nachtjagd, der zweite Blutopfer, der dritte ewige Liebe, der vierte Bruderkrieg und der fünfte Mondspur. Den fünften habe ich noch nicht gelesen. Die anderen vier schon. Mittlerweile, lass mich nicht lügen, 25 Teile? Ich weiß es nicht. Weil in Deutschland werden die Teile ja aufgeteilt, also 1 und 2 ist ein Buch, 3 und 4 ist ein Buch. Aber ich glaube, es gibt auch mittlerweile Versionen, wo die Bände zusammengefasst sind. Auch Vampir mit Erotik und ja, auch Action, weil die haben auch so Gegenspieler, die bei den Omega oder so ähnlich. Es ist schon etwas her, seitdem ich es gelesen habe, deswegen weiß ich da nicht mehr so ganz Bescheid. Und ist auch Verkehr, was ist denn hier los? Und zu guter Letzt der Klassiker Bram Stokers Dracula. Ja, auch schon gelesen und für gut befunden. Ich möchte trotz alledem gerne die Ausgabe, die Fischer Klassik-Ausgabe haben. Die hat es mir sehr angetan und ja, das war mein Regal der Vampirbücher. Und dann sehen wir uns gleich beim zweiten Regalbrett. Jetzt sehen wir uns beim nächsten Regalbrett. Meine englischen Bücher. Fangen wir an hier oben. Ich hoffe, ich greife das so, dass es richtig ist. The Unbecoming of Mara Dyer von Michelle Hodkin. Der erste Teil in der Mara Dyer Trilogie. Englische Bücher sind auch die Bücher, die ich irgendwie am wenigsten gelesen habe. Das werdet ihr jetzt sehen. Dass alle Bücher noch einen blauen Punkt haben. Ja, weil auf Englisch zu lesen kostet einen ja dann doch irgendwie Überwindung. Und wenn man es dann gemacht hat, dann denkt man sich, Mensch, warum hast du es nicht vorher gemacht? Das ist irgendwie ganz komisch, keine Ahnung. Naja, ja. Worum es in diesem Buch geht, weiß ich nicht mehr so genau. Um den Unfall und dass sie danach damit klarkommen muss, aber nee, ich weiß es eigentlich nicht mehr. Ich schäme mich auch ganz doll. Dann der zweite Teil von Susan E., also praktisch der zweite Teil zu Angel Fall. Angel Fall habe ich ja auf Deutsch. Das wäre dann ein Regalbrett drüber. Dann haben wir. Das mal so rum. Dann haben wir Seeker von Arwen Ellis Dayton, ein Fantasy-Buch. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Der Clan der Seeker. Sollte ich auch alsbald mal lesen, weil die Schrift sehr groß ist. Ja, worum es da drin geht, ich. Schande über mein Haupt. Dann kommen drei Bücher, die ich auch noch nicht gelesen habe. Und zwar von Cassandra Clare, die Clockwork-Reihe. Angefangen, machen wir es so rum, mit Clockwork Angel. Dann kommt Clockwork Prince.
Und zu guter Letzt Clockwork Princess. Die Bücher habe ich alle mal gebraucht erstanden. Ich glaube, auf diversen Seiten wie Medimobs und Rebuy. Muss dieses Jahr auch definitiv gelesen werden. Also da bin ich schon ganz gespannt drauf. Genauso wie diese Bücher von Alexandra Bracken. Der erste Teil The Darkest Minds. Und der zweite Teil Never Fade. Diese Bücher sind so schwer und so dick. Also irgendwie, ja, aber muss auch gelesen werden. Ist, glaube ich, eine Dystopie. Ja. Dann machen wir weiter mit den Büchern von Kira Cass. Und zwar mit Nummer 1, The Selection. Nummer 2, The Elite. Und Nummer 3, The One. Noch nicht gelesen, wird hoffentlich aber dieses Jahr alsbald fällig. Dann ein richtig süßes kleines Büchlein, also vom Format her. Dave Eggers, The Circle. Ich habe nur Gutes gehört, aber aufgrund der Schrift und dass die Seiten fast wie Bibelpapier sind, habe ich ein bisschen Angst, es zu lesen, weil ja, ich Angst habe, dass ich dieses Angst, aber ne, Bedenken habe, dass ich das Englisch nicht so gut verstehen werde, dass es zu schwierig wird, es zu lesen, aber ich habe irgendwie richtig Bock drauf und ja, muss alsbald gelesen werden. Dann zwei Bücher, von denen ich euch ja schon mehrfach vorgeschwärmt habe, die auch mal gelesen sind hier in diesem Regal. Und zwar von Amy Ewing, The Jewel, der erste Teil dieser Trilogie, und von Amy Ewing, The White Rose. Mal eine andere Thematik, Dystopie mit Fantasy-Elementen, es geht um Leihmutterschaft und so weiter. Mal wirklich ein ganz anderes Thema. Aber kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sehr, sehr gut. Dann von Matt Haig. Matt Haig ist ja der von Ich und die Menschen. Echo Boy habe ich letztes Jahr gelesen. Da geht es um, ja, Roboter. Also sie heißen Roboter, aber in diesem Buch werden diese Roboter halt Echos genannt, weil die sehr, 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 sehr menschenähnlich sind. Also sieht man vielleicht hier auch so ein bisschen auf dem Cover. Und so Verhaltensweisen an den Tag legen. So ein bisschen wie bei iRobot. Also wie der eine, der, wie heißt das, Sunny oder Sully bei iRobot, der ja nicht so menschenähnlich aussieht, aber halt irgendwie auch Gefühle entwickelt und eine eigene Meinung und so weiter und so fort. Und das ist hier in diesem Buch auch so. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. War sehr spannend. Dann daneben habe ich auch im letzten Jahr vor 2 Jahren gelesen. Rachel Hawkins, Rebel Bell. Auch ja, so Urban Fantasy. Sie ist eine Highschool-Schönheit und gerät dann eines Tages in einen kleinen Konflikt und findet heraus, oder ihr wird eine Paladin-Kraft übertragen und sie muss von da an einen Typen beschützen, den sie am Anfang nicht leiden kann. Mochte ich auch sehr gerne, war sehr witzig. Den zweiten Teil hierzu habe ich auch schon, und zwar Miss Mayhem. Habe jetzt noch nicht so viel Gutes davon gehört, weil auch für einen zweiten Teil dieses Buch unheimlich dünn ist. Es hat irgendwie gerade mal 250 Seiten, also klingt ja wirklich extremst nach einem Übergangsband. Der dritte Teil wird dieses Jahr rauskommen und den werde ich mir natürlich auch besorgen, weil dann habe ich die Reihe im Regal. Wann das mal auf Deutsch übersetzt wird, ich habe keine Ahnung. Dann daneben haben wir Alienated von Melissa Landers. Das ist, glaube ich, eine Geschichte. Das Cover finde ich einfach zu geil. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, geht es da um einen Schüleraustausch, aber nicht auf der Erde stattfinden, sondern alienated zwischen der Erde und Schülern oder halt irgendwie einer Rasse, einem Volk aus dem Weltall. Und ja, muss auch, wenn ich es mir jetzt nochmal so angucke, muss ich es auf jeden Fall bald lesen. Der zweite Teil heißt, glaube ich, Invaded. Und der dritte, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich glaube, der ist auch schon draußen. Und ja, dann wird man ja auf jeden Fall angespornt, die Bücher schnell weiterzulesen.
So, dann schieben wir noch mal ein bisschen weiter. So, und dann kommen wir zum Ende von dem Brett. Und zwar hier oben auch ein super kleines Büchlein mit Jonas Jonasson, The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Der 100-Jährige und so weiter und so fort. Auch mini kleine Schrift, dünne Seiten. Dann ein Buch von Maggie Stiefvater. Ich habe noch gar nichts von Maggie Stiefvater gelesen. Die Nach dem Sommerreihe etc. pp. Spricht mich überhaupt nicht an. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich habe noch von ihr, das werdet ihr dann in einem anderen Brett sehen, Wen der Rabe ruft. Auf Deutsch. Das ist jetzt hier aber The Scorpio Races. Da geht es ja irgendwie um Pferde. Um Wasserpferde. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Also es geht um Pferde. Und um Strand und Pferde. Ja. Dann die Luna-Reihe von. Machen wir es mal so. Die Luna-Reihe von Marissa Meyer. Mit dem. Ja, du wolltest schon abhauen. Mit dem ersten Teil Cinder. Der zweite Teil Scarlet. Der dritte Teil Cress. Auch noch ungelesen. Ich war da übelst hinterher. Jetzt liegt es hier. Genauso wie diese Trilogie. Und zwar von Beth Revis Across the Universe. Der erste Teil. Dann der zweite Teil. So rum. A Million Suns. Und der dritte. So rum. Der dritte Teil. Shades of Earth. Da geht es ja, glaube ich, darum, dass ein Mädel sich irgendwie ins Weltraum aufmachen muss. Und ja, das ist die Geschichte. Daneben steht nur der Schutzumschlag, weil das ist das Buch, was ich diesen Monat als mein englisches Buch gerne lesen wollen würde. Und zwar von Amy Kaufman und Megan Spooner, These Broken Stars. Da weiß ich, dass dieses Buch dieses Jahr auch im Deutschen erscheint und das deutsche Cover mir überhaupt nicht gefällt. Hier ist, glaube ich, auch mittlerweile schon der dritte Teil oder der dritte Teil kommt dieses Jahr. Und ich finde dieses Cover eigentlich auch so schön. Und da geht es, ist, glaube ich, auch so eine Science-Fiction angehauchte Geschichte. Da geht es irgendwie auch um ein Raumschiff im Weltall und die haben irgendwie eine Kollision und müssen irgendwie notlanden und dann gibt es nur zwei, die überleben. Oder irgendwie sowas in der Art, glaube ich, war es. Und daneben von Maya van Wagenen Popular. Und zwar ist das ein Buch über ein Mädchen, das beschließt, es ist auch so ein bisschen in Tagebuchform geschrieben. Es ist ein Buch über ein Mädchen, das beschließt, von heute auf morgen sich nur noch in 50er-Jahre-Kleidung zu kleiden und sich auch dementsprechend zu verhalten. Und sie schreibt dann halt ihre Erlebnisse damit auf und sollte eigentlich auch schon längst gelesen sein, aber ja. So, das war das englische Regalbrett. Vielleicht schaffe ich noch eins, wir werden es sehen. Wenn ja, seht ihr noch eins, wenn nicht, sage ich danke und wir sehen uns im nächsten Video.